hat Andy Brockmann auch hier keinen Grund für Umstellungen gesehen nach diesem letzten Spiel. So, Frankfurt jetzt das erste Mal wirklich im Drittel drin und dann klingelt es auch. Wir haben das erste Tor und es ist der Mischkowski. Der Mann mit der Nummer 18. Wir schauen uns die Entstehung an. Also Scheibe läuft gut, dann wird von oben einfach mal Richtung Tor gefeuert und dann müsste Mischkowski noch dran gewesen sein, der Abfälscher. War da natürlich nichts zu machen für Schwendener. Ja, gleich die nächste Situation und gleich das nächste Tor. Doppelschlag Frankfurt. Dilevac. Trifft erneut für die Löwen aus Frankfurt. Also Doppelschlag. Hier sehen wir es rausgespielt. Wunderbar. Im Zusammenspiel mit Ryan Moser. Dilevac, der Torschütze. Und das ging schnell. Zwei Ausrufezeichen von Frankfurt innerhalb weniger Sekunden. Tja, Flatlinien. Ach, Dresden verliert erneut die Scheibe im Slot. Ganz gefährliche Position. Sikora mit. Aber was ist das schöne Ausspielen? Probleme bei Bobby Raymond. Der verliert die Scheibe und dann haben wir auch das erste Tor für die Eislöwen aus Dresden. Mannes. Trifft für die Eislöwen in Unterzahl. Ja, da war ordentlich Unordnung drin im Drittel von Frankfurt. Mannes knallte einfach die Scheibe auf die Hütte. Heilbruch Stockhand schwer zu halten für Kutzis. Aber der Fehler geht natürlich bei Frankfurt schon vorher los. Scheiben von Frankfurt werden, aber wir werden es für sie beobachten. Nächstes Tor Frankfurt, erster Schuss in Drittel Nummer 2 und der ist gleich drin. Es ist der Topscorer himself bei Frankfurt, es ist der Mann mit der Nummer 13, Ryland Schwartz, der zum 3:1 trifft für Frankfurt gegen Dresden. Wir schauen es uns nochmal an. Ja, also Scheibe läuft da gut. Mischkowski kann sich da über außen durchsetzen, dann kommt der lange Pass für Schwendener, schwierig, weil er einen langen Weg hat, den er gehen muss. Und Schwarz, tja, der lässt den sich nicht nehmen, auch da. Und hinten vergessen, Wenzel mit der Möglichkeit. Zwei Situationen, wenn es schnell geht, schauen wir, was Dresden daraus macht. Petersen, oh, Riesenmöglichkeit, in den besseren Winkel zu spielen. Jetzt geht es aber schon auf der anderen Seite weiter. Nächste Chance, Dresden. Und wieder kommt der Pass nicht an. Und Dresden schafft es schon wieder nicht aus bester Position, die Scheibe überhaupt aufs Tor zu bringen, weil die Pässe nicht ankommen. Auf der anderen Seite sieht das anders aus. Frankfurt, guter Zug zum Tor. Und da hat die nächste richtig gute Möglichkeit. Schwendener nach längerer Pause mal wieder im Geschehen mit dabei. Auch da wieder zweimal geschossen, zweimal allerdings wieder nicht aufs Tor und jetzt geht's schnell. Das war mit Ansage, das war mit Ansage. Scheibe läuft gut und was für ein schönes Tor von den Löwen Frankfurt zum 4:1 gegen die Dresdner Eislöwen. Eine ganz, ganz großartige Passstaffette, die hier rausgespielt wird. Moser müsste der Torschütze sein im Zusammenspiel mit dem Rock. Und wie schön. Keine Chance für Schwendener im Tor. Das ist einfach richtig gut gespielt. Frankfurt rein mit einer frei aufspielenden Kombination. Ganz lockere Geschichte. Und da die nächste Situation. Und wieder ist es einfach gespielt. Und wieder trifft Frankfurt. Oh, jetzt wird es aber eindeutig. Yannick Wenzel. 5:1. Hier kommt der Pass rüber, lässt den Torwart da aussteigen. Wunderbar, Pass kommt von Carson McMillan. Schwendener auch da natürlich nicht zu halten. Wenzel macht das einwandfrei. Tja, eindeutige Geschichte. 5:1. Löwen Frankfurt erneut mit einem Doppelschlag. Und da haben wir ordentlich Emotionen jetzt mit drin in diesem Spiel. Oblecker.
Die MVPs der beiden Teams werden präsentiert vom Weingut Meine Freiheit. Auf der Frankfurter Seite wäre Mischkowski einer der Kandidaten. Unglaublich auffällig. Ah, und schöne Geschichte bei Dresden, kriegt David Suvanto den Preis für den MVP des Tages. Der Ex-Löwe, also Fläschchen Wein in die Hand gedrückt. Und auf der anderen Seite ist es Dylan Brook. Ja, auch er absolut in Ordnung, dass er das Fläschchen kriegt. Auch auffällig heute mit seiner Reihe. Eklar mit Schwartz, Brook hinten und vorne zu finden. Gutes Spiel von ihm. Bobby Raymond, Licher Aftergame-Interview steht bereit bei unserem Reporter Thomas. Bitteschön. Bobby Raymond, congratulations for the big win, 5-1 against Dresden. What do you think was the key for success today? We really came out, we had a good start, but we actually did take a foot off the gas for a little bit late in the first period there. Coach, you know, let us know that wasn't good enough, and I think we came out a lot stronger in the second period. You played together with Daniel Wirth, a young guy, and he's actually leading the whole league in plus-minus stats. Are you something like the big brother or mentor for him? Obviously, they said they wanted that to be my role a bit, but Wordy's been awesome. I'm lucky to play with him, so it works out good for me. On Sunday, you will travel to Zelb. And Zelb is the complete opposite to you. They are last in league, you're first in league. How do you prepare for that, for such a game? You know, it's early in the season, so like the results at this point aren't a big factor. We need to prepare like every game and, you know, bring our best. We have to make sure that consistently through the year we need to be getting better because, you know, just because we won a few games now, the hockey's a lot different come February, March. So we need to keep getting better for that. Okay, thank you and enjoy the win. Yep, thank you very much. Thank you.